Game begin. Das erste Videospiel der Welt, Pong. The Godfather of Arcade, könnte man auf jeden Fall sagen. 1972 wurde das Ganze von Atari veröffentlicht und es ist quasi die Mutter, der Vater aller Videospiele auf der Welt. Was damals ein richtiger Erfolg war, ist heute eigentlich total langweilig. Aber es gibt noch einige Leute, so wie mich, die das noch irgendwie feiern. Und die Firma Younes hat einen Atari Pong-Tisch rausgebracht. Einmal für die Arcadehalle in ganz groß, mit richtiger Mechanik und richtigen Plastik-Pixelball. Leider muss man sagen, ist der Tisch sehr fehleranfällig und er ist auch nicht unbedingt super beliebt in einer Arcade. Es ist nicht das Wow-Ding. Und den wollte ich euch nach dem Intro gerne einmal zeigen. Ich würde sagen, ab geht's mit dem Atari Pong-Tisch. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin's, der Paul Kramer, Onkel Kramer und hier in der Onkel Arcade, könnte man sagen. Ich habe hier so ein paar Geräte drin und ich muss sagen, ich liebe Arcade-Games. Arcade-Games. Arcade. Arcade. Ich wollte mir ursprünglich den großen Atari-Tisch holen, also den Cocktailtisch. Hat ungefähr so eine Größe hier wie vom Fun 4-4. Musste aber halt feststellen, dass die Leute da nicht ganz so drauf abfahren, wie ich das vielleicht tue. Und dass die Umsetzung nicht ganz so gelungen ist, wie man das vielleicht erwartet oder erhofft. Wobei der Automat selber von der Optik her und von der Haptik her eine richtige Wucht ist. So, nun gibt es das Ganze aber in klein von Younes. Das ist jetzt kein Produkt, was in jedem Regal drin liegt. Ihr kriegt das unter Umständen auch bei eBay. Ich packe euch gerne ein paar Links zu diesen Dingern hier rein, wo ihr das kaufen könnt. Guckt gerne drauf, aber ihr werdet bei dem Preis mit den Ohren schlackern. Deswegen habe ich nochmal eine günstigere Variante, die auch gut aussieht, mit reingepackt. Aber ich würde sagen, lasst uns zuerst den Pong-Tisch von Younes checken. Geliefert in einer einfachen Schachtel. Wir haben eine Anleitung, die sogar bei dem Preis leider nicht in Deutsch ist. Gut, das ist kein Weltuntergang. So ein Pong-Tisch, der erklärt sich natürlich von selber. Lieferumfang. Wir haben einmal USB-Kabel, damit wir das Ganze an der Steckdose betreiben können. Original ist noch so ein chinesischer Stecker mit drin. Und wir haben aber für den deutschen Markt nochmal vom Importeur quasi einen Stecker für die normale Steckdose. Man kann auch, wir nehmen das Ganze hier mal raus, man kann diesen wunderbaren Tisch auch mit einem Akku betreiben, typisch aus diesen E-Zigaretten. Ich schraube mal ganz kurz das Fach auf, damit ihr mal reingucken könnt. Alles wunderbar verschraubt. Wir sehen hier, wir haben eine 18650er. Die anderen Fächer sind leer, da ist auch gar kein Kontakt mit dabei. Wer jetzt dann nicht noch mehr Geld ausgeben möchte als nötig, ich kann es verstehen. Wenn man überlegt, für dasselbe Geld kriegt man auch eine Nintendo Switch, glaube ich. Und wie viele Spiele sind da bitte drauf oder lassen sich drauf machen? Und hier hat man letztendlich nur ein Spiel. Aber als Sammler und Freund solcher Geräte, muss ich sagen, ist es natürlich nicht dasselbe. Und deswegen ist es cool, wenn man dieses Teil hier hat, auch wenn es sein Geld, ehrlich gesagt, vielleicht nicht unbedingt wert ist. Ja, warum nicht wert? Das ist ein Gehäuse aus Plastik. Wir haben hier einen Bildschirm verbaut. Wir haben Plastikknöpfe. Also man hätte für das Geld schon ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Haptik. Wenn das hier zum Beispiel aus Metall gewesen wäre, wie cool wäre das denn, wenn das Ganze noch nachschwingt und in der Hand liegt wie eine Bentley-Schaltung, sage ich mal. So, das Gerät selber, wir haben natürlich hier unsere Drehknöpfe, unsere Launch-Button und sehen hier Player 1, auf der anderen Seite Player 2. Können lauter leiser machen, können ins Menü reingehen, on, off und können hier eine Stromversorgung anschließen. Haben auf der anderen Seite noch einen USB-Port, ob das nur für Updates sein soll oder ob man da das Handy laden kann, das weiß man nicht genau. Steht hier nämlich auch nicht in der Anleitung drin. Ich vermute mal, darüber wird dann auch Software aufgespielt. Man munkelt. Da wird ja letztendlich Android oder irgendwie sowas drauf sein. Und ich denke mal, dass man es darüber auch programmieren kann. Hier unten sehen wir nochmal Reset-Button, die Lautsprecher. Und ja, ich würde sagen, wir schmeißen das Ganze mal an. Wie komme ich jetzt auf Android? Ich mache mal lauter leiser. Das sieht nach Android aus. Ich würde sagen, gehen wir mal kurz ins Menü. Wir können hier die Points einstellen, wie viele Punkte man erreichen muss, bis es zu Ende ist. Die Lautstärke können wir natürlich auch hier an der Seite einstellen und können dann nochmal das Level einstellen. Also 9 ist noch machbar, 10 ist schon wirklich schwer, da was zu reißen. Ich lasse es mal auf 6 und gehe mal über die Menütaste wieder raus. So, wir können jetzt entweder sagen, wir fangen jetzt an zu spielen. So, und der Gegenüber kann jederzeit mit einsteigen, indem er hier den Launch-Button drückt. Solange der aber nicht gedrückt ist, spielt der Computer hier gegen mich. Was ich auf jeden Fall richtig geil finde, ist diese Grafik. Also die haben nicht die alte Grafik genommen, wie es beim ursprünglichen Pong ist,
sondern da ist richtig Action, da fliegen Pixel. Meine Frau nervt der Sound. Ich selber finde ihn aber klasse und spiele immer mit Sound, weil ich finde, das gehört dazu. Man merkt auch durch den Lautsprecher so ein kleines Feedback. Also da sind die Vorteile an einem Plastikgehäuse. Also man merkt richtig beim Spiel, dass da was passiert, wenn der Ball getroffen wird. Das macht auf jeden Fall mega Spaß. So, wir sehen hier oben nochmal eine Anzeige, den Akkuzustand. Und ich muss ganz klar sagen, Akku hält das Gerät ja wie ein Handy, eigentlich ganz gut. Wir können natürlich hier einmal auf off machen, dann ist das Gerät aber nur in Standby. Und drücken wir dann nochmal, dann ist es sofort wieder da. Wir müssen länger gedrückt halten, um es richtig auszuschalten, damit wir letztendlich nachher die Batterie nicht leer haben und die wieder laden müssen. Was ich aber cool finde, ist, dass wir über unseren Stromanschluss das Ganze laden können. Wir müssen nicht jedes Mal umständlich die Batterie rauspulen und in irgendein Ladegerät reinstecken, was wir extra kaufen müssen. Darf man das bei dem Preis erwarten? Ich weiß es nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr denkt, was das Ding kostet. Und ich finde es mega schade, dass der Tisch nicht so eine hohe Akzeptanz hat, also der große Cocktailtisch. Mit Atari hat alles angefangen und ja, früher in den Arcadehallen standen dann halt noch solche Dinger, so eine alten Kisten mit Röhrenbildschirme und das Ganze so auf ein richtig geiles Level zu bringen. Also mega schade halt, dass die Akzeptanz der Leute, der Menschheit nicht da ist. Sie spielen es halt einfach nicht. Ich bin gespannt auf die Kommentare, was ihr schätzt, was das kostet. Ihr werdet auf jeden Fall aus den Latschen fallen. Ich habe euch den Link unten reingepackt. Guckt mal selber. Ich habe euch auch den Link zu einer preiswerteren Alternative reingepackt. Ich kann natürlich verstehen, dass sich sowas nicht jeder leisten kann oder möchte. Und ich kann aber auch verstehen, dass es bescheuerte Leute gibt wie mich, die sowas unbedingt haben müssen. Es ist in meinen Augen ein Sammlerteil, ein Ding, wo man nicht jeden Tag mit spielt, sondern was man sich in die Vitrine reinstellt. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr davon? Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Bis zum nächsten Mal. Euer Onkel Kramer. Ciao.